Ich bin Lukas Genardi, ich bin 1978 in Altdorf geboren, also ich komme aus dem Kanton Uri. Und habe 1998 die Kunstschreibschule in Luzern angefangen, im Vorkurs, und habe das 2002 abgeschlossen. Und seitdem bin ich eigentlich selbstständig, also ich habe eigentlich von Anfang an gerade selbstständig gemacht. Das war am Anfang schwierig gewesen, aber es hat sich jetzt schlussendlich gelohnt. Und ich habe mein Atelier in Luzern. Und ja, ich bin selbstständig Gestalter, also vor allem Illustrator, Plakatgestalter. Und mir ist meine künstlerische Arbeit mir sehr wichtig. Ich mache auch regelmässig Ausstellungen. Wenn wir von Aufträgen reden, sind das schon vor allem eigentlich Illustrationen und Plakate an. Aber schon der größte Teil sind eigentlich Illustrationen, das ist für Magazine. Also eigentlich das meiste ist eigentlich in der Schweiz und dann auch in Deutschland teilweise. Und das sind halt einfach Kontakte, die ich über Jahre so ein bisschen erschlossen habe, wo sich gefestigt haben teilweise, also, gewisse haben sich dann auch wieder aufgelöst. Das ist also ein bisschen im Fluss, das Ganze eigentlich. Und, am Anfang, also der erste Jahr war sicher so gewesen, wo ich mich sehr aktiv natürlich müssen darum bemühen. Und ich habe so Produkte gemacht, die ich verschickt habe. Ich habe sehr viel telefoniert, Redaktionen angerufen. Und ich hatte das Glück, ich habe einen Preis gewonnen im Kanton Uri, so einen Förderpreis, und habe durch das können als erstes Produkt machen, das ich wirklich so professionell gedruckt worden ist. Und das, dann hat es ein bisschen angefangen. Und inzwischen muss ich sagen, jetzt bin ich 14, also jetzt sind fast 12 Jahre, also 2 Jahre kann man das ein bisschen als Lehrzeit noch abstreichen. Und inzwischen kommt vieles von allein, muss ich sagen. Also man muss halt regelmäßig schauen, dass man selber wieder Sachen rausgibt, die irgendwo wahrgenommen werden. Aber viele Anfragen kommen inzwischen auch von selber eigentlich. Das ist, da muss schon immer wieder dran sein, natürlich. Das ist so. Es ist sehr breit, muss ich sagen. Ich glaube, das ist ja etwas, wo sich bis jetzt recht bewährt hat, dass ich echt breit arbeite. Also es ist eben teils digital, aber es hat sehr oft etwas, was ich mir bewahrt habe, so einen handgemachten Touch eigentlich. Oder? Also ich komme ja wirklich aus dem Acrylbereich, sehr viel Collagen eigentlich. Das Material, ich denke, das merkt man wirklich auch bei einer Art, das ist wirklich so das Material, also Papier und schneiden und zusammenkleben und wieder malen und ja, duschen, was wieder sehr wichtig geworden ist. Einfach sehr viel als Zeitungen zum Beispiel, so die, sagen wir mal, stupidesten Sachen, tue ich dann wieder ausschneiden und tue das zusammensetzen zu neuen Sachen. Ich brauche dann das Papier zum dreidimensionalen Schaffen eigentlich, und dann das zu Kleistermassen verarbeiten. Sagen wir mal, bei Auftragsarbeit ist es eher sehr digital, oder? Wo etwas ja musst abgeben in einer Form, wo ja, das kannst du nicht Zeichnungen per Post schicken, oder? Also eben die Inspiration, die ist eigentlich gegeben durch das Leben eigentlich, also wo ich mich drin finde. Das ist vielleicht manchmal so ein bisschen dem Künstler ja so ein bisschen die Wiege gelegt eigentlich, oder dass man vielleicht gewisse Sachen, manchmal so eine Sensibilität schon hat, wo vielleicht eben einem anderen oder einer anderen, vielleicht jetzt in einem Beruf, wo nicht Künstler ist, nicht da ist eigentlich. Und das ist ja manchmal auch so das Leiden, wo man manchmal ein bisschen drin ist. Und ich bin sicher ein bisschen einer von denen, der
ja, für die Sachen also ein bisschen ernster nehmen und eben Entwicklungen der Politik oder der Medien, was ich einfach sehr aufmerksam beobachte. Einfach mein ganzes Umfeld, was ich sehe, das ist eigentlich meine Inspiration. Also vor allem jetzt eben für die eigenen Arbeiten, wo das natürlich sehr zentral ist bei mir. Bei Aufträgen kann man sich das natürlich bewusst holen, indem man diese Sachen recherchieren. Das ist oftmals spielt sich das natürlich auch im Netz ab, oder? Dass man einfach wirklich dort geht, das suchen, was für das für den Auftrag braucht. Dann natürlich sehr oft bei mir ist es, in Büchern ist das sehr stark. Ich bin ein grosser Bücherfreund, sammle Bücher und auch in Brockenhäusern. Das ist mir sehr wichtig. Erwähnenswert ist sicher auch viel in der Natur. Also bei sportlichen Aktivitäten, was mir auch wichtig ist als Ausgleich. Also jetzt beim Wandern oder einfach nur beim Spaziergang oder auch beim Joggen zum Beispiel. Dass einfach dort, wo die Gedanken dann nachher spielen, oder? Das ist mir sehr wichtig, dass einfach den Kopf so auslüften, ehrlich. Also dass man nicht immer sitzt und im gleichen Ort ist. Ich bin im Wochenende zum Beispiel, mache ich eigentlich meistens wirklich so zwei Tage mit. Also Samstag, Sonntag. Und probiere es wirklich recht streng einzuhalten. Das ist, finde ich jetzt als selbstständiger Künstler oder Illustrator, das, finde ich das elementar, dass man sich die Zeit da nimmt, dass man das Ladel ausufern und die ganze Zeit eigentlich am Arbeiten ist. Und in diesen zwei Tagen, sagen wir mal, Samstag, Sonntag, ist sehr viel Platz für die Ideen, die sich dann wirklich eigentlich so unstrukturiert im Kopf so quasi ausbreiten. Und ja, das ist mir extrem wichtig, dass einfach draussen, draussen sein, mit Kollegen zusammen sein und Zeit mit meiner Freundin natürlich verbringen, wo jetzt nicht im Zusammenhang mit einem Atelier ist. Ja. Spezielle Nervbeschäftigung, dass ich bin Mitarbeiter bei der Vogelwarte Sempach, also ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, und das schon seit sehr langer Zeit, eigentlich seit ich 12 bin. Und leidenschaftlich die Vögel beobachten, also mit Feldstecher, und arbeite auch bei wissenschaftlichen Projekten mit bei der Vogelwarte, wo ich Bestände zähle von den einheimischen Vögeln. Aber natürlich auch Blumen und Schmetterlinge, und ich habe ein sehr grosses Interesse einfach an den Tieren, den Pflanzen. Es ist ein unglaublicher Reichtum, also ein visueller Reichtum, der da oben ist, wo man den so vergisst, wie wunderbar das eigentlich ist. Und aus dem heraus kommt sicher auch ein grosses Anliegen vom Schutz von dem, wo ich halt leider muss feststellen, das wissen wir ja, dass halt dort, da findet halt schon sehr viel Verlust statt. Und dass das halt oftmals auch nicht gesehen wird, oder? Dass es das vielleicht nicht etwas ist, momentan. Es sind sehr viele Leute, die das beobachten, aber sind ja oftmals wird das halt vergessen. Und ich sehe halt grossen Wert an dem Kleinen. Wenn ich nur eine Blume sehe, die es nicht alltäglich ist, wo mir extrem viel kann geben kann, das anschauen und das Muster von einem Schmetterling, oder? Und das ist mir sehr wichtig, und dort ist sicher ein Teil meiner Arbeit, wo ich appelliere, oder einfach die Stille unter anderem, dass die Schweiz ist ein dichtes Land, extrem viele Menschen auf engstem Raum, und es ist teils nicht so einfach, einen Ort zu finden, wo Ruhe ist, wo wirklich nichts gehörst, oder? Weil meistens hast du irgendwo in der Luft sicher ein Helikopter oder ein Flugzeug. Klar, das ist natürlich das Buch, das letztes Jahr bei der Edition Patrick Frey erschienen ist, das an Vogelhäuser Mangel das jedoch nicht, wo ich am längsten daran gearbeitet habe, eben fast 3 Jahre Arbeit.
in dieser Zeit habe ich auch wenig Aufträge eigentlich abgenommen. Das war ja eine ganz persönliche künstlerische Arbeit gewesen. Und das ist sicher mein absolutes Werk, das ich jetzt nach wie vor, wenn es schon ein Jahr alt ist, aber es ist sicher noch absolut zentral von meiner Arbeit. Ja. Im Zentrum steht dort Vögel eigentlich als Lebewesen, die uns tagtäglich begleiten. Also jetzt im Winter vielleicht ein bisschen weniger als im Frühling, aber kulturell extrem eine prägende Tierart ist, wo manchmal so als Selbstverständlichkeit angeschaut wird, dass die einfach so da sind und es jetzt bewusst wahrnimmt oder nicht. Aber ich sage einfach immer, jeder Mensch hat ja irgendwo einen Bezug zu Vögeln. Es geht insgesamt einfach um einen Lebensraum, wo wir drin sind. Jetzt in dem Fall vor allem Lebensraum Schweiz. Was durch die Zugroute, die Vögel haben, ist das, weitet sich das natürlich auf die ganze Welt aus. Aber es geht sicher um die Probleme, wo der Schweiz, sagen wir, der Landschaftswandel, wo sicher nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das sehr stark, man sagt ja, ab den 50er Jahren, sich die Landschaft der Schweiz dramatisch verändern. Und der Vorgang ist nach wie vor sehr stark, geht es ab. Und ja, einfach das aufmerksam zu machen und sicher auch halt das Land die Schweiz, wo sich sehr oft eine Etikette gibt vom perfekten Paradies, oder man redet immer von dem Erfolgsmodell, das ist einfach ein rein wirtschaftliches Denken, oder? Wo einfach, dass es ja materiell gut geht, aber es gibt einfach noch ganz viele andere Aspekte, wo die Schweiz hinten nachhinkt, also wo einfach, und das mit der Landschaft, wir haben wunderbare Landschaften, extrem vielseitige Landschaften in der Schweiz, das macht das Land ja aus, aber ich würde eigentlich sagen, das Mittelland ist in einem schlimmen Zustand, oder? Und das vergisst man oftmals. Und das war sicher das zentrale Thema in diesem Buch und auch in den Bergregionen, wo auch nicht alles einfach so ausgeht wie eine Ricola-Werbung. Ich bin so im Sommer wirklich sehr stark gesucht, was, wo, wie geht es weiter. Und ich habe ja gemerkt, dass es nicht einfach kannst, einen Schalter umdrücken und gerade etwas Frisches anfangen. In dem Herbst ist die Pilzsaison wieder gekommen und ich bin ein ganz grosser Pilz-Fan. Als Kind Pilz sammeln, verschiedenste Sorten, habe ich festgestellt, dass es wahnsinnig verschiedene Pilzbücher gibt, eine riesen lange Tradition. Und gerade ich als Illustrator. Das ist etwas, was schon lange echt geschlummert hat. Und ich habe diesen Herbst angefangen, wirklich richtig zu suchen, die zu sammeln, auf den Tisch zu legen und auf aquarellieren, das Ganze. Und habe das auch wieder eine Technik gefunden, wo ein alter Klassiker eigentlich aus der Schublade vorgenommen und das eigentlich wie, ja, probiert da wissenschaftlich anzugehen, also wirklich die auf dem Tisch anzuschauen, wirklich die Beschaffenheit von diesen Oberflächen und aufgrund von diesen wissenschaftlichen Illustrationen oder halbwissenschaftlichen Illustrationen weiterzugehen und das weiterzuentwickeln. Sicher eine sehr eine erdige Angelegenheit, einfach Wald, Boden, Sachen, die ich finde. Und sehr viel Streifzeug. Und ich habe mit meiner Freundin, mit der Lina Müller, zusammen unternehmen, wo wir zusammen Sachen sammeln. Und wir haben es ja teilweise im Herbst. Wir haben ein grosses Glück, dass wir auf meinem Boden eine Alphütte, das ist zwar frisch renoviert, das ist nicht so ganz mehr ein alter Zustand, wo meine Urgroßeltern sich das gekauft und wir können dort regelmässig vorbeigehen und dann haben wir auch viel dort im November mit Holzheizung dort wirklich so richtig klassische Zeichnen mit Tusch und Aquarell und ja, das ist jetzt sicher momentan das zentrale Ding, ja. Jetzt mal schauen, wie das weitergeht und es ist echt noch relativ offen, aber ich glaube, ich kann jetzt wesentlich das ist ein bisschen
Zentrum momentan. Sehr positiv ist, dass ich meine Zeit selber einteilen kann, natürlich, oder? Also, vor allem als selbstständiger Werbe, dass ich auch an mir aus Zeiten nehme. Unter anderem jetzt gerade im Frühling, wo ich für ein Zeitchen weggehe, voraussichtlich auf Spanien, wo ich kann nie draußen sein kann, im Zeichnen vor Ort, oder mit meiner Freundin nicht hingehe. Ja, dass ich meine Anliegen in meine Arbeit einbringe. Das finde ich natürlich extrem wichtig, dass ich eine Stimme geben kann, wo ich sonst natürlich nicht kennt. Oder? Und dass ich mich nicht muss unterordnen muss, wenn man einen Chef oder eine Chefin oder also vielleicht eben bei Auftraggeber, wo man sich sicher muss ein bisschen unterordnen muss. Aber ja, und auch Kontakt zu Leuten sicher, dass ich kann, vor allem sagen wir zuerst bei Ausstellungen zum Beispiel, Vernissage, dass ich mit Leuten reden kann und mich selber auch weiterentwickeln kann, was ich auch extrem wichtig finde. Also die ganze Recherchearbeit, die ja grundsätzlich extrem wichtig ist, dass ich lesen kann und mich dadurch auch weiterbilden kann, was ich jetzt langsam mal merke, einfach, dass man kann die Punkte setzen und ja, da kommt man sicher persönlich auch sehr viel weiter, oder? Wie ist es eben finanziell? Ist es ja nicht jetzt der einträglichste Beruf. Darum sind einfach halt andere Sachen wichtiger. Und man merkt eigentlich, dass halt das Geld halt, man muss sicher können durchkommen. Und jetzt gerade in einem Land wie die Schweiz, wo halt nicht so, ja, man muss ein gewisses Grundeinkommen muss sein, aber man lernt einfach auch, dass Qualität eben von der Zeit, die man selber für sich kann beanspruchen kann, die man selber kann einteilen kann, extrem wertvoll ist und dass das sicher vielen Leuten einfach auch fehlt. Dass es auch gar nicht bewusst sich sind, wie viel Zeit eigentlich verloren geht, dass man zum Konsumieren eigentlich schafft, oder? Und ich glaube, das ist etwas von dem, was mir eigentlich am wertvollsten ist. Ich habe wirklich länger nicht mehr so richtige Frustration erlebt. Also was wirklich das, was wirklich auch schon extrem beschissen war, wenn man etwas macht und dann merkt man, die Person die checkt das einfach schlichtweg nicht, oder? Also was... Und ja, das habe ich jetzt vorhin nicht erwähnt, dass wenn du wirklich merkst, dass jemand Künstler ist, also Gestalter, ist wirklich, merkst du völlig ein mangelhaftes Bewusstsein und kommt vielleicht aus einer Ecke, wo man wirklich merkt, da fehlt jetzt einfach das Grundwissen, das bei mir dann vorhanden ist. Und dann wirst du wirklich manchmal sauer, oder? Du musst sagen, hey, du musst mir jetzt doch da nicht sagen, was aktuell ist. Und du merkst eigentlich genau aus der Meinung von dieser Person, merkst du eigentlich, wie so direkt, also wirklich schlichtweg keine Ahnung. Und das macht mich wirklich auch sauer, oder? Also jemand, der aus völlig einem anderen Beruf eigentlich kommt, der quasi wird mir sagen, was gut und was nicht gut ist. Und das merke ich mir auch, oder? Also. Konstruktive Kritik ist sicher am ehesten bei meiner Freundin, bei der Lina, weil wir ja eng zusammenarbeiten und auch das Atelier eben teilen. Und das ist sicher die Basis, wo wir sehr stark, miteinander verbunden sind. Auch meine Atelierkollegen Maggie Zumstein, der Claudia Barendun von Hai, die sie ja gerade da auch ihren Platz haben. Sie haben auch mein Buch gestaltet, grafisch, und sind sicher also durch das auch sehr eng miteinander verbunden und dass man sich auch gegenseitig Sachen zeigt.
mir einfach, dass ich meine Ruhe kann finden, sicher gewisse nervöse Sachen, wo eben das Geschwiste, das in der Arbeit, einfach, dass ich dort kann Ruhe haben, Vertrauen finden, wenn ich erst eine Zeit lang vielleicht nichts zu tun habe oder weniger. Ich will sicher unbedingt weitermachen und sicher meine künstlerische Arbeit, also die nicht mit Auftrag behaftete Arbeit, dass das einfach ein sehr grosser, wichtiger Teil wird bleiben, muss bleiben. Und ich bin wirklich der Meinung, dass nur die kommerzielle Illustration, also die Auftragsarbeit, auch kann Qualität behalten kann. Das ist sicher ganz wichtig. Und immer wieder Produkte kreieren. Und ich will sicher irgendwann wieder ein Buch machen. Also, das muss jetzt nicht so gross sein wie das andere. Das ist ja 300 Seiten dick. Also, das kann man natürlich nicht immer machen, aber ja, einfach so sicher Printmedien können arbeiten, also einfach in Form von Buchgestaltung oder